Jo Leute, da sind wir schon wieder. Hat kurze Zeit gedauert, aber soll das nicht gleich machen? Eins rein, Position und bereit. Over. Erneut angreifen, schnell. Gebiet ist sicher. Darf man noch nicht mal das Licht ausknipsen? Vergesst das. Scheinwerfer. Fahrzeug kommt auf euch zu. Alles okay. Drücken weiter vor. Das Thermobild seit 200 Fahrt durch den Herd geschossen mit vermehrter Aktivität. Nehmen uns zuerst das linke vor. Merkovic, nimm ein Mannerblatt draußen. Gebt uns Deckung. Kennung 1-1. Verstanden? Verstanden. Verstanden, wir geben euch Deckung. Rechte Seite, Erdgeschoss. Sieh nach rechts. Die große Mülltonne. Sie drängen das Team dahin. 12 Uhr, obere Stockwerke. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Genau hier. Das wird gehen. Eins rein, Position und bereit. Over. Wir stecken bei der Mauer fest. Rechte Seite vom Pausenhof. Eine Wache arbeitet da an einem Generator oder so. Verstanden. Haben Sichtkontakt. Blackburn, schieß, wenn du bereit bist. 1-4 auf der Straße. Rückt vor. Nehmt die Ecke links und bringt uns durch. Gebiet ist sicher. Vergesst das. Scheinwerfer, Fahrzeug kommt auf euch zu. Alles okay. Rücken weiter vor. Ich will endlich das linke vor. Merkovic, nimm ein Mannerblatt draußen. Gebt uns Deckung. Kennung 1-1. Verstanden? Verstanden? Brechen gleich auf. Halte Blindgranaten bereit. 1-3, hier 1-1. Habt ihr Sichtkontakt? Wir sehen hier unten rein gar nicht. Verstanden. Wir geben euch Deckung. Rechte Seite. Erdgeschoss. Erledigt. Position 1 ist sicher. Tote Position 2. 12 Uhr. Obere Stockwerke. Nächstes Ziel.
Ach komm, das Licht muss ich doch mal verabschieden. Scheiße, das war knapp! Schütze unten rechts. Giebeldach. Siehst du ihn? Volltreffer. Weiter so. Der Scheiße kommt auf sie zu, erledige ihn. Zum nächsten Kerl, schnell. Lass der Rollt an. Linke Gebäudeseite. Knall ihn ab. Fuck. Noch mehr Feinde. Scheiße. Sie kommen auf uns zu. Auf den Pausenhof. Knall ihn ab. Scheiße! Panzerfaust auf dem Dach! Schnapp dir den Hurensohn! Du bist dran. Rechte Seite, Erdgeschoss, Scheinwerfer. Verdammt, wir müssen ihn aufhalten. Komm schon! Auf geht's! Beeilung! Los, los! Halt den Wagen auf! Hör ihn auf! Schieß! Schieß auf den Wagen! Los, erwisch den Bastard! Wir haben Al-Bashir und sichern ihn jetzt. Over. Entschuldigung. Ich hab ihn. Deck du die Straße ab. Ihn hat's übel erwischt. Wir müssen ihn heraus. This moment, wenn du einfach nichts triffst. Oh. Ich weiß nicht. Bashir, und sichern ihn jetzt. Over. Verstanden. Sind jetzt unterwegs zum Abwurfpunkt. PLA-Einheiten kommen auf euch zu. Bereit halten für Kontakt. Out. Ich hab ihn. Deck du die Straße ab. Übel erwischt. Klar. Treffen mal wieder so gut. Warum auch immer die so gut treffen können. Also selber tut man natürlich nicht. Over. Ich hab ihn. Deck du die Straße ab. Hat's übel erwischt. Wir müssen ihn heraus.
gerne. Boah, mach doch die Tür nicht. Klar, durchs Kaugummi, wir kämpfen. Aber natürlich. Es dauert jetzt erstmal Stunden, bis irgendein Teamkamerad hier auftaucht. Die Wunden sind übel. Hey, hey, bleiben Sie wach. Wach bleiben. Hey, sterben Sie mir nicht weg. Hey, wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Farouk Al-Bashir. Kommen Sie, Mann, halten Sie durch. Nein, mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, wie Sie meinen. Blackburn, leg ein paar Minen hier aus. Bald werden uns eine Menge wütender Leute besuchen. Deck die Eingänge ab. Sobald dein Feind kommt, pustest du ihn weg. Mach schon, Beeilung, sie kommen. Und wo krieg ich verdammt Mühe? Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. Westseite, erster Stock nahe des Abholpunkts. Verstanden, versuchen zu euch rüberzukommen. Eine PLA-Einheit ist an uns vorbei ins Kaufhaus eingedrungen. Erdgeschoss, müsste vor euch sein. Over. Verstanden, du hast ihn gehört. Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Haupteingang? Verstanden. Gib an den Türen Feuerschutz genau voraus. Wie ist der Zustand des Gefangenen? Blutet stark. Schockzustand sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Haltet ihn am Leben. Verstanden. Eins, vier, eins, drei. Kommt ihr durch bis zum Kaufhaus. Over. Stehen unter schwerem Beschuss. Feindliche Einheiten setzen sich zu euch ab. Erster Stock, Ausgangstüren. Verstanden? Verstanden. Blackburn, wir müssen hier weg. Komm mit. Alle Stationen. Misfit 22 ist in 3 Minuten da. Bereithalten zur Abholung. Over. Ja, dann liegt da halt jetzt eine Mine.
Auto. Zack. Misfit 3-1, Führung Misfit. Abzug in 2 Minuten. Verstanden? Ich glaube, wir müssen hier langsam mal verstanden. Raus. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Verstanden? Ja, macht ihr. Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Ihr kennt Soleiman Genoss, wenn ich aufhalten will. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Ja. Na, wo bleibt die Menschenbeute? Raus. Pass auf! Ich schieße ihn! Oh, ich leg mich da einfach gleich nur hin. Lass die anderen schießen. Ich glaube, das bringt es mehr. Obwohl das ist langweilig. Nee, doch nicht. Verstanden. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Verstanden? Ja, machen wir. Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Ihr kennt Soleiman Genoss, wenn ich auf alten Blüten. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Pass auf. So. Okay. Soleiman war es. Er sagte, nimm die Bombe. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird Soleiman zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, durchhalten! Na los doch! Mach schon! Verdammt! Wir haben ihn verloren. Keine Ahnung, was er da gelabert hat.
Da ist er, sein Handy. Vielleicht finden wir da drauf ein paar Infos. Oh. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet Sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund Ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Sie Wir das verschwenden gewusst? Unsere Zeit. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und Al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich? Nur Sie hörten Al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Solomon aufhalten. Den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. So. Komplikationen, naja, von denen werden wir dann, denke ich mal, gleich mal ein bisschen was merken. Also, auf geht's. Schön freies Fahrzeug. Okay, Kafarovs Anwesen liegt auf der anderen Talseite. Direkt hinter der Gilad-Brücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von Al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit den Bomben zu tun haben. An alle Misfit-Kennungen. Wir befinden zu 1-6. Westlich unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt. Den will ich fahren. Verstanden. Könnt ihr die Größe bestätigen? 1-3, habe keine weiteren Infos out. Schwachsinn. Hey, Matkovic, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Hä? 34 Minuten. Ich habe 34 Minuten geschlafen. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Ob das was zu bedeuten hat? Träumen, Alter. Oh shit! Hinterhalt links! In den Bäumen! Fahrzeug getroffen, wird von links beschossen. Feind hinter den Felsen, linke Seite! Führung Misfit, 4-1-3, stehen unter Präzisionsbeschuss. 2-3 hat erwischt. Greifen an! Festgenagelt! Okay, das ist nämlich schön überwachen. Darf ich an die umgehen? Ja? Schon wieder so typisch. Verdammt, da komme ich nicht hoch. Geht's hier irgendwo lang? Okay, ich gehe ja schon zurück. Also. Luft, Luft. Lass ein neues Magazin nach. Was zum Henker geht hier ab? Keine Ahnung. Wir gehen ab durch die Mitte. Kurzstrecke. Los, los! Los da hoch! Bewegung! Bewegung! Kontakt voraus! Ich bin getroffen! Weißt du was? Friss doch mal. Wir haben Kontakt. Verlasse Deckung.
hoffe, ich krieg neue Munition. Weil auf den will ich nicht verzichten. War das nicht ein Pilot? Oh, Gott verdammt! Russische Fallschirmjäger. Echte Russen, was hat das zu bedeuten? Vielleicht arbeiten sie für Kafarov. So oder so, Steve. Ich mache mir Sorgen, dass wir ein wenig unterbesetzt sein könnten. Wir haben was zu erledigen. Die Bomben. Das ist Misfit. Reden wir drüber. Na, hier wären wir ja sehr weit gekommen. Ich nehme erstmal eine komplett andere Route als mein Team. Ja, blöder Husten. Sorry. Oh fuck! Was ist mit meinem Vater? Gott verdammte Scheiße! Da kommen wir nie und nimmer durch! Keine Chance! Da unten feindliche Einheiten stellen sich auf. Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen Sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja. Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls nicht technisch gesehen, verstanden? Ja, Sir. Wir müssen jedenfalls zuerst dort sein. Glaubt ihr, die Russen sind uns so Hilfen hier? Die retten ihre Ärsche. Wir wissen, dass sie mit der PLA zusammenarbeiten. Und jetzt los! Okay, wir beenden einen Krieg, indem wir einen neuen anfangen. Was für ein Scheißkrieg! Montez, du hast die Befehle gehört, also los! Da kommen wir nie und immer durch. Keine Chance. Fallt ein und macht euch zum Vorrücken bereit. Warum Raketenwerfer und ich werde ihn Ziele. Benutzen. Turm-MG. Truppen. Turm-MG? Verdammte Fallschirmjäger. Werde getroffen. Ausfallen. Stürmt aus, verdammt. Ziele voraus. In Deckung. Bye-bye. Ich hoffe... Timmy schaust du nicht kolorieren. Sie kommen her! Pass auf die Kleine drauf! Und ich auch! Sie ist Folter! So. Sind die nicht gerade an uns freigezogen? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Okay, von hinten? Ich hoffe, ich habe sie alle erwischt. Das finde ich nicht lustig. Hallo? So viele Fallschirmjäger wie da abspringen. Ich will da nicht mehr.
Wir müssen sofort auf die andere Seite des Tals rüber. Laut glaubwürdiger Infos rückt russische Infanterie von Norden her an. Sie strecken ihre Pfoten nach Kafarov aus. Ihn wollen wir uns greifen. Seinetwegen sind wir hier. Wir rücken weiter vor zum nächsten Kontrollpunkt. Verstanden? Immer doch. Gegenangriff! Kontakt! Grenze vor uns! Fallschirmjäger! 200! Schnell nacheinander! Feind hinter Deckung! Fern! Mann, gut, dass ich noch... Welcher BMP? Angriff! Das wird ja immer kurioser. Erst noch so eine, dann ein BMP. Oder war das ein BMP? Und wo ist eine Munitionskiste? 200, schnell nacheinander! Feind hinter Deckung, komm! Ja, kannst du mir erklären, was hier eine Munitionskiste ist? Wofür warte mich? Panzer! Feindlicher BMP! Flipper! Komm jetzt hier hoch! Schieß mit der AT4! Munition prüfen und sammeln! Was bei dir? Schnauze. Brauchst du noch eine Kugel? Also wenn, dann nutzt man das doch schon mal aus, oder? Eigentlich nur so. Lern fliegen und verschwinden. Hintereinander gehen und Augen offen halten. Verstanden? Geh nach! Komm! Bordgeschütz! Nach rechts! Nach rechts! Über die rechte Flanke ausschwärmen! Los, BMP. Ich nehme dich als Deckung. Guck mal, der hat gar keinen Fahrer. Scheiße! Ah, ich bin
hat er wenigstens Teamkameraden dabei. Hey, die Verstärkung ist angekommen. Naja, ich wäre schon. Hier lag doch gerade noch eine Waffe. Oh. Die Waffe ist scheiße. Hä? Auf geht's, auf sie mit Gebrüll. Nein! Ach Mann! Kaum rennt man irgendwie drüber, kriegt man direkt eine Kugel am Kopf. Verreck doch mal da vorne. Ich schieße! Wir müssen raus aus dem Beschuss und uns zusammenreißen. Feindlicher Panzerbruch! Noch zwei BMDs! Panzer ist bereit und mobil! Let's go! Verdammt, daneben. Na komm, na. Darf man doch nicht mal losgehen. Was hast du da?
Die gefällt mir. Ich brauche Munition. Tja, Erkältung. Live. Oh, er hat fliegen gelernt. Nachladen, scheiß drauf. Sergeant Campo, bereit machen. Sir, wir sind nicht stark genug für eine russische Brigade. Vielleicht sollten wir das überdenken. Das ist taktische Kriegsführung, Sergeant. Wenn's dir nicht gefällt, dann geh doch zur Air Force. Männer, ihr habt mich bisher noch nie enttäuscht. Und deshalb erwarte ich von euch, dass ihr das schafft. Absolut. Nein, Steve, es tut mir leid, aber das ist total unsinnig und ich habe ernsthafte Bedenken, deshalb... Sergeant Campo, Blackburn, fortfahren wie geplant. Das sind Jets! Aber nicht unsere, oder? Scheiße! Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Oh, Scheiße, er geht um! Gott verfluchte Kacke! Bewegung! Ich bin mal wieder nach vorne gerannt. Oh, das wird eine lange Folge, ey, Jungs. Ich würde sagen, ich cutte. Wir sehen uns im nächsten Part.